Das Title-Attribut in WordPress. Ja, nach dem Update auf WordPress 4.2 ist es leider so, dass du im Editor das Title-Attribut beim Setzen eines Links nicht mehr einfügen kannst. Und in diesem kurzen Video zeige ich dir, wie du dieses wiederherstellst. Ich zeige dir als erstes den aktuellen Stand. Wie gesagt, seit dem Update von auf WordPress 4.2 ist genau das der Fall. Wenn ich jetzt eine neue Seite erstelle und hier einen Link einfügen möchte und klicke ich hier auf das Link-Symbol, das kennst du ja wahrscheinlich alles, und ich kann hier die URL http://www.oliverpfeil.de eingeben als Beispiel. Hier der Linktext, kann definieren in neuem Fenster oder im selben Fenster. Aber was für hier abgeht, ist das Title Tag. Und das ist aus genau zwei Gründen wichtig. Zum einen, wenn ein Besucher mit der Maus über einen Link fährt, dann kannst du genau über diesen Title Tag weiterführende Informationen zu diesem Link mit darstellen. Das ist sozusagen der erste Grund. Und der zweite Grund, auch Google, das ist ein SEO-Thema. Google kann sich natürlich mehr unter dem Link vorstellen, wenn du eine kurze Beschreibung dazu abgibst. Und ich zeige dir jetzt, wie du das entsprechend lösen kannst. Und wir installieren dazu dieses kleine Plugin, Restore Link Title Field. Und das ist noch relativ neu, dieses Plugin, aber du siehst, es haben schon mehr als 3000 Leute heruntergeladen. Auch wenn es noch wenige Bewertungen sind, sind es ausschließlich gute Bewertungen. Und dazu klicken wir jetzt hier auf Plugins und installieren. Ich verlasse diese Seite jetzt und suche dann hier rechts oben nach genau diesem Plugin, Restore. Ich habe das schon mal gemacht, deswegen kann ich das hier jetzt so eingeben, Restore Link Title Field, und klicke dann auf Enter, um die Suche zu starten. Gut, dann klicke ich hier auf Installieren und installiere hier dieses Plugin. Nachdem du die Installation erfolgreich durchgeführt hast, bekommst du hier noch ein paar Informationen. Plugin wurde installiert. Und ganz wichtig, jetzt musst du noch auf Aktiviere dieses Plugin klicken. Das machen wir jetzt. Und das dauert dann einen kurzen Augenblick. Und jetzt siehst du hier, dass du das Plugin aktiviert hast. Und wenn wir jetzt eine neue Seite erstellen oder auch eine bestehende anpassen und wieder auf Link mehr Informationen als Beispiel, dann Link einfügen klicken, kann ich hier wieder die URL darstellen und einen Titel. Hier geht es zur Startseite von Oliver Pfeil und habe hier diesen Titeltag, und genauso wie du es jetzt hier siehst, wird das auch im Browser dargestellt. Und ich finde das eine gute Information für den Besucher. Es schafft doch auf eine Art und Weise etwas mehr Vertrauen, und es ist auch ein Suchmaschinenoptimierungsaspekt. Wie viel dieser kleine Punkt wirklich an Bedeutung hat, das wissen nur die Jungs von Google selbst, aber so ein Link mit dem Title-Attribut ist in wenigen Momenten gesetzt, und daher solltest du diese Möglichkeit natürlich nutzen. In diesem Sinn wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Plugin. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like, über einen Daumen hoch und sehr freuen. Gerne kannst du auch einen Kommentar hinterlassen, und wenn du mehr Videos von mir sehen möchtest, klicke doch einfach auf den Abonnieren-Button hier und dann findest du meine weiteren Videos hier. In diesem Sinn, alles Gute, viele Grüße, Oliver Pfeil.